Hallo liebe Zwillinge, ich bin Elena Pavlova, die konsultierende Astrologin und herzlich willkommen zurück. Für diejenigen, die die Videos von der Astrologie der Selbstentwicklung angeschaut haben für den letzten Monat, heute gibt es ein Special. Es ist so, dass Oktober, das ist wirklich ein Monat der Umstellung, ein Monat, der sehr viele astrologische Ereignisse mit sich bringt. Sie können gerne schon mal das Video über das direkt über den Pluto und Saturn auf meinem Kanal anschauen, über den Link unter dem Video, wenn Sie das auf YouTube anschauen oder halt IGTV. Genau. Auf jeden Fall empfehle ich das anzuschauen, denn es gibt dort wichtige Informationen, was auch für Sie in erster Linie emotional und psychologisch im nächsten mindestens halbes Jahr zukommen kann. Genau, und heute möchte also warum bin ich auf die Idee gekommen, jetzt dieses Video aufzunehmen? Denn Monat Oktober ist ziemlich erschöpferisch. Nicht alle und ich auch nicht haben sich ziemlich schnell und produktiv umgestellt. Jetzt der rückläufige Merkur hat dazu auch was beigetragen. Und auf jeden Fall diese Umstellung vom Sommer auf das Herbst und man ist ein bisschen hin und her. Ich dachte, ich werde ein Video aufnehmen mit einem Motivationsspruch und mit den Orakelkarten. Ich habe wunderschöne Karten, das ist Herbarik-Orakel, also sprich die Pflanzenbotschaft. Das sind ganz wunderschöne Karten. Und ich würde eine Karte ziehen, vielleicht kommen manchmal fallen zwei raus oder wie auch immer. Also auf jeden Fall die Karten, die wissen schon, was sie vorhaben zu berichten für jeden von euch. Und deswegen, ein Moment, der Licht. Deswegen machen wir das mal so und dann können Sie sich dazu äußern, wie Sie diese Idee finden. Und vielleicht können wir das so machen, dass einmal kurz vor dem Monatsanfang kommt die Vidural Astrologie der Selbstentwicklung für jeweiligen Tierkreiszeichen. Und dann zu dem 15. des Monats machen wir so eine Motivationsbotschaft, damit wir bis Ende des Monats tatsächlich motiviert und positiv geladen durchkommen. Denn manchmal, also bei mir im Oktober war das so, es ist trotz guter Planung, würde ich mal so sagen, ein guter Astrologe kann gut planen, aber heute, also im Oktober habe ich den rückläufigen Merkur unter anderem extrem gespürt, denn da war noch Mars im Spiel und es war wirklich sehr viel Bewegung, sehr viel Chaos. Es ist nichts daneben gelaufen, aber das hat mir viel Nerven gekostet. Und jetzt, wo ich vor ein paar Tagen so eine gewisse Erschöpfung gespürt habe, ich dachte, nee, ich brauche jetzt mal eine Motivation. Und dann, wie gesagt, habe ich die Karten gesehen und dachte, okay, wenn mir das geholfen hat, vielleicht wird das Ihnen auch was bringen. Ich lege los. Welcher Motivationsspruch würde den Zwillingen helfen, im Oktober 2021 das Geplante im Oktober zu vollenden und dabei sich glücklich und erfüllt zu spüren? Nochmal! Oh nein! Die gleiche Karte, das ist Marshmallow, fiel eben den Stieren. Vielleicht, wenn Sie einen Stier im Bekanntschaftskreis haben, dann können Sie sich so zusammenkoppeln und zusammen die Ziele erreichen. Denn, also auf Latein, das ist eine Pflanze von, auch eine Art Gewürz, würde ich mal so sagen. Also auf jeden Fall, der Wurzel von der Pflanze wird oft verwendet in der Kulinarie. Und auf der Latein nennt es sich Alhea officialis. Worum geht es hier? Also erstmal die spitzen Ecken entdecken, auf jeden Fall die emotionalen, innerlichen spitzen Ecken entdecken und versuchen sie abzuschleifen, abzuschärfen, damit es ihnen nicht so wehtut, würde ich mal sogar sagen. Das ist wie der Stein in den Schuh, egal wohin man geht, auf jeden Fall, das tut weh. Und der Botschaft lautet ein Löffel voller Zucker.
die Spitzenecken entdecken und in dem Sinne, wir versuchen ein bisschen zu versüßen, das, was ihnen vielleicht nicht gefällt, beziehungsweise sie emotional stört. Das ist das eine. Das zweite ist es, also ich habe da auch gesagt, dass sie sich nicht zu doll erschöpfen. Und es hat auch was damit zu tun, dass diese Wurzel laut seiner Botschaften besagt, dass er weiß Bescheid, dass es gibt Gerichte, die sehr, die lange Zeit brauchen, um fertig zu werden. Also zum Beispiel auch in der Konditorei, diese Pflanze wird ja verwendet und es geht dann zum Beispiel bis Gebäckteig, bis es wirklich zu genießen wird. Also man kann es ja natürlich unterschiedlich kochen, aber wenn man Biskuitteig wirklich sehr gut zubereitet und dann entsprechend zu einer Torte macht, ist es immer empfehlenswert, das lange stehen zu lassen. Also zumindest mal 12 Stunden kann das wirklich der Teig, der fertige Teig, fertig gebackene Teig, das kann sich ruhen, bis die Creme wirklich den ganzen Biskuitboden aufweicht. Und das sind alles Prozesse, die dann zu einem wirklich sehr guten Ergebnis bringen. Und diese Karte besagt, dass in dem Sinne, also versuch jetzt nicht über ich kann es nicht mehr etwas zu tun und dann zu hoffen, dass nach dem Motto, wenn das und das fertig ist, dann werde ich ins Urlaub fahren, dann werde ich mir guten, also vernünftigen Frühstück gönnen, mit hinsetzen und sogar sich ausruhen und nicht irgendwie unterwegs im Bus ein Brötchen kauen, sondern man sagt es, genieße den Moment, das, was du jetzt hast, lerne es zu genießen, ohne zu hoffen, dass du das irgendwann machst. Denn dieses Prozess kann sich wirklich ein bisschen in die Länge ziehen oder es kann länger sein, als Sie sich das vorstellen und auf jeden Fall, dass Sie nicht chaotisch werden und dass Sie nicht versuchen, über 10 Stufen sofort rüber zu springen, in der Hoffnung, dass Sie dann das Ergebnis haben, was Sie haben. Auf jeden Fall, hier geht es darum, Schritt für Schritt. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn ich etwas Schritt für Schritt erledige, sei es zum Beispiel, nehmen wir mal an, eine Ausbildung als Astrologin. Man kann das sehr schnell machen, von einem Thema bis zu anderen springen und am Ende fängt man hat einen Brei im Kopf und kann gar nicht arbeiten. Oder man geht Stufe für Stufe, er lernt wirklich die Planeten, die Sternzeichen, die Tierkreiszeichen, meine ich, dann die Energie, den Planeten und alles, alles, alles. Und am Endeffekt hat man ein Gesamtbild und am Endeffekt man ist fertig, wirklich loszulegen und produktiv zu arbeiten, als wenn man hier und her springt und passiert und am Endeffekt ist man enttäuscht. Ich habe auch in einem Video bei den Stieren das erwähnt. Ich weiß nicht, ob das, was ich eben so lange erzählt habe, als ein Motivationsspruch wahrzunehmen ist, aber ich kann nichts dafür. Das ist nun mal die Botschaft, lautet so. Und es ist eigentlich wirklich, ich dachte, das wird wie eine Art Motivationsspruch für 2, 3 Minuten und das war es. Aber daraus ist nun mal wirklich eine Geschichte entstanden. Vielleicht, weil ich so sehr diese Karten mag oder, naja, okay, wenn ich nun mal das schon so interpretiere und dann sage, was ich gesagt habe, dann vielleicht jemand von euch wird das brauchen. Ich hoffe zumindest, dass viele von euch das brauchen werden, diese Information, und dass es ihnen Kraft gibt, wirklich den Monat Oktober nicht nur erfolgreich, sondern auch wirklich emotional gut abzuschließen, sodass sie sich auch erfüllt fühlen. Liebe Zwillinge, ich möchte Sie auch ganz herzlich zu meinem Instagram einladen. Also das ist Elena Pavlova-de und dort können Sie gerne zum Beispiel das nennt sich bei mir Tagesschau, Tagesprognosen in meinen Stories anschauen. Dort gibt es zum Beispiel auch, also es gibt kein Video auf YouTube, aber es gibt einen Post auf meinem Instagram über rückläufiger Merkur und so weiter. Auf jeden Fall, Sie können sich da gerne auch Informationen, die wichtigen Informationen für Sie auch finden. Liebe Zwillinge, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss!